Hey Leute, ich bin der Zizzle und ich heiße euch mit herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Format bei mir auf dem Kanal. Ja, es ist League of Legends. Könnt ihr im Titel sehen. Wahrscheinlich wisst ihr eh schon, worum es gehen sollte, wenn ihr euch den Titel angeguckt habt. Ich spiele jetzt schon seit einigen Jahren League of Legends. Also wirklich mehrere Jahre. Und wer schon mal ein paar Videos gesehen hat, der sollte bemerkt haben, ich bin echt kein guter Spieler. Und wenn ich spiele, dann nehme ich den stumpfesten Champ, gehe damit meistens auf die Top-Lane und versuche nicht mehr zu sterben. League of Legends hat aber mehr als drei Champions, muss ich feststellen. Und es werden irgendwie immer mehr. Und da dachte ich mir, wieso versuchst nicht du, alter Pro-Gamer, mal League of Legends durchzuspielen? Ich fange bei A oben an. Ich nehme den allerersten Champions, der jetzt Stand März 2021 mit A als erstes anfängt und werde mich da mal so durcharbeiten. Ja. Ich gehe da so blind dran, wie es geht. Ne, klar, wenn ich schon mal ein Champion bei Aram irgendwo gespielt habe, dann weiß ich zumindest schon mal theoretisch, was wo eine Fähigkeit ist. Aber ihr werdet bestimmt merken, wie bad ich bei den meisten Champions bin. Deswegen hoffe ich, ihr habt ganz viel Spaß dabei. Solltet ihr irgendwelche Wünsche, Vorschläge haben, immer gerne, schreibt es in die Kommentare. Ja, und deswegen wünsche ich euch nun viel Spaß beim Video. Aatrox. Cool. Aatrox habe ich zumindest schon mal gespielt. Und ich würde Aatrox jetzt auf der Toplane spielen. Ja, ich weiß, Aatrox ist ein bisschen wie Riven. Nicht, dass ich Riven gespielt hätte. Nur in langsam. Gucken wir mal nach. Ja, Toplane. Das war schon mal richtig. Komm, nehmen wir die Fiora raus. Die ist, soweit ich weiß, als Monomain gut gegen Tanks. Ich hätte auch den Darius nehmen können. Bruh. Lol. Schwierig. Ah, das fängt doch schon richtig gut an. Okay, da ist es. Natürlich habe ich einen Skin. Okay, wir spielen gegen Nah. Ich vermute mal, es ist kein so gutes Matchup, weil der beweglicher ist als ich. Tja, ich glaube, wir gehen ja erstmal auf Doras, ne? Und ich denke, wir starten mit der Q. Wie tief bin ich gefallen? Eins Gott, jetzt Gefangener. Ist das ein Russe, Aatrox? Das könnte auch der Star Guardian Skin sein, so gefühlt. Dann, schauen wir doch mal. Aber immerhin hat er keinen Mana, das gefällt mir schon mal. Nope. Ich meine, der Waschbär auch nicht. Oh, das hat natürlich nicht ausgereicht. Na, ja, super. Springt einfach weg. Rechtswaschbär. Ja, wir sind ja eigentlich ein Fighter. Ja, wir wollen ja auch kämpfen. Vielleicht nicht gegen den. Aber eigentlich wollen wir kämpfen. Nope. Kann er da auch einfach rausspringen? Das ist ja richtig gemein. Oh, jetzt haben wir unsere Ulti. Also Ulti macht erschreckt die. What the fuck is this? I don't know. Ja. Da kommen wir niemals ran an den, ey. Nope. Und der jetzt aber an uns. Oh nee, jetzt ist ja wieder ein großer Waschbär.
Double Target. Ich bin Untergang. Das heißt der Untergang. Nope. 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 Mann! Bleib doch stehen. Echt, ey. Immer am Wegrennen hier, die kleinen Waschbären. Dafür sollten wir warnen. Mann! Er springt immer raus. Nope. Nope. Dass er einfach rausspringen kann, das ist so unfair. Nope. Geduld, Atrox. Geduld. Ja, okay. Dann habe ich halt Geduld. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Oder wir nehmen jetzt einfach den Tower. Oder er geht jetzt einfach. Please, please, I don't have any time for any gossip now. Hä? Yes, we got you. Bin ich immer so doof mit meinen Entscheidungen? Ja, dann nehmen wir das doch. Die Fatings sind zwar alle weg. Und Lilia ist da. Das war bestimmt nur unser Erfolg. Ma, wieso kriege ich denn diese Sprünge nicht hin? Das ist ja richtig frustrierend. Oh. Vielleicht. Ja, ja. Mensch, das war wieder nur unser Erfolg. Der wäre ohne uns gar nicht gestorben. Lasst euch da nichts einreden. Boah, ich bin so scheiße. Das ist... Also die letzte Fähigkeit, die fühlt sich halt... Also das letzte Q, wie benutze ich das richtig? Muss ich das irgendwie im E-Sprung machen oder mit Flash verbinden? Also... Fühle mich sehr schwach. Es tut mir leid, Leute. Das wird ein ganz schlimmes Format, glaube ich. Oha. Da kommen wir. Ja, wir sind beim Geschehen. Wir können zwar nichts machen. Wir kommen, weil wir nirgendwo rankommen. Dafür kriegen wir jetzt immerhin als Team den Tower. Ist ja ein Teamspiel, ne? Ist ja egal, wie gut man selber ist. Ja, außer man schafft es als Team. Ja, weil den Tower habe ich genommen. Das war ich ganz alleine. Weil ist ja ein Teamspiel, ne? Ist ja egal, wie gut man selber ist. Oh. Kommt der Ratte. Der Ratte und die Katze, die wurden platt gemacht von unserem Fischi. Das wäre sonst gelacht. Ah!
Bringen alle immer dich. You stupid. Mano. Meine Güte. Also, ey, dafür, dass ich überhaupt nicht im Game bin, die anderen sind's. Manchmal muss man sich auch einfach carryen lassen, ne? Bin weder König noch Gott. Ich bin viel schlimmer. Wow. Du bist so tiefgründig, Aatrox. Deine Persönlichkeit ist einfach... Toll. Vielleicht sind ja welche von euch dabei, die halt übelst Pro sind. Ich kenne ja ein paar Schlawiner von euch. Und ihr könnt mir ja nachher sagen, was ich denn bitte alles hätte. Und tschüss. Aber da könnt ihr mir vielleicht sagen, was ich besser machen sollte. Und dann werde ich das irgendwann nochmal machen. Ja, vielleicht hole ich mir euch dann als Coach dabei. Und dann machen wir es irgendwann nochmal. Den besser. Oh, unser Fisch hat Schwierigkeiten. Der hat große Schwierigkeiten. Nee. Er hat gar keine Schwierigkeiten. Nee, aber was ich sagen wollte, ich glaube, Aatrox wird nicht einer von meinen Champions, die ich irgendwie spielen werde. Es ist mir, glaube ich, einfach zu... Also... Ich bin da anscheinend zu stupid, wie ich die Q richtig benutze, um richtig Damage zu machen, geschweige denn die Ulti. Ich stehe 0-5-4. Ja, aber genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich spiele irgendeinen Champ wieder übelst rein. Und ihr habt hoffentlich Spaß dabei. Ja, easy. Gewonnen. Ja. Lag natürlich alles nur am Aatrox. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt und wenn ihr Spaß daran hattet, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in den Kommentaren, was ich besser machen kann. Vor allem, wie ich diesen Champion besser spielen kann. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao. Es tut mir leid, Leute. Das wird ein ganz schlimmes Format, glaube ich. Bye.